Oh. Laufen kann unsere Badewannenspinne ja schon mal richtig gut. Allerdings ist uns das noch lange nicht krass genug. Und zwar finde ich, dass eine echte Spinne senkrechte Wände einfach so hochlaufen können muss. Und deswegen haben wir uns gedacht, eine Spinne hat ja immer so einen Faden, mit dem die sich irgendwo hochziehen kann. Genau sowas bauen wir jetzt noch an diese Badewanne dran. Und zwar bauen wir einen Haken, den wir irgendwo hochschießen, dann hakt er sich ein und dann ziehen wir uns hoch, so wie Batman. Johannes, was machst du da? Ich kühle das professionell ab. So, wir testen den Haken jetzt mal hier oben im Dach. Der ist schon krass mit dem ersten Versuch. Den Haken müssen wir jetzt irgendwie schießen. Da haben wir uns überlegt, dass wir das mit Druckluft machen. Wir bauen das jetzt ganz ähnlich wie eine Kartoffelkanone, einfach aus einem Tank mit einem Rohr vorne dran und einem Ventil. Wenn man den Tank aufpumpt und vorne was ins Rohr reinsteckt und dann das Ventil betätigt, dann wird der Gegenstand weggeschossen. Das ist in Deutschland allerdings illegal, weil man nichts durch einen Lauf beschleunigen darf. Was man aber darf, ist etwas über den Lauf drüber zu schieben und so abzuschießen. Deswegen bauen wir das jetzt so. Wir haben jetzt zwei Rohre genommen, die genau ineinander passen. Die haben wir zugesägt und dann ein Ende zugeschweißt. Und das Ganze haben wir dann an den Feuerlöscher angeschlossen und den auf 5 Bar aufgepumpt. Wenn man dann jetzt das Ventil vom Feuerlöscher betätigt, wird das Rohr abgeschossen. Das hat ja jetzt schon mal funktioniert, allerdings kommt das jetzt noch überhaupt nicht weit. Das liegt daran, dass das Ventil hier oben nur ganz wenig Luft auf einmal durchlässt. Da bauen wir jetzt diesen Kugelhahn hier ein, der ist viel größer und lässt viel mehr Luft schlagartig durch. Jetzt können wir mal einen Test machen. Wie glücklich er einfach aussieht. Ist gut gekracht? Ja. So, ich mache jetzt mal die Schnur dran, damit wir nicht wieder in das Feld laufen müssen, das holen. Die will dir helfen. Ich hoffe. Eben hatten wir jetzt 5 Bar drauf, jetzt probieren wir es mal mit 10. Weil es jetzt schon dunkel ist und wir trotzdem wissen wollen, wie weit der Pfeil fliegt, machen wir jetzt eine Taschenlampe daran. Okay, Starterlaubnis ist erteilt. Die ist weiter als 30 Meter geflogen. Johannes, kurze Einschätzung, finden wir die heute wieder? Ich glaube, die finden wir, aber irgendwie mit dem Seil, das hat nicht so funktioniert. Wo ist es? Das Ding ist jetzt komplett dreckig und jetzt muss sauber gemacht werden. So, professionell gereinigt. Wow! So, unsere Kanone muss jetzt hier vorne auf die laufende Badewanne drauf. Da bauen wir jetzt hier einfach ein Gestell, wo man es dann drin schwenken kann und auch drehen zum Zielen. Yeah.
funktioniert, oder? Jetzt können wir es gleich an die Badewanne schrauben. Weißen. Schraubenbinde niemals. So. Wir sind jetzt hier in einem relativ kleinen Gebäude und machen mal den ersten Test. Und wenn das funktioniert, dann geht's nochmal höher. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Das hat richtig geil funktioniert. Irgendwie das komplett über das Haus da drüber, oder? Ich glaube auch. Geil. Es hat jetzt immerhin schon mal geklappt, das ganze Ding senkrecht an die Wand zu stellen. Allerdings gibt es jetzt noch zwei Probleme. Und zwar kann man sich ziemlich schlecht in der Badewanne festhalten, wenn man da drin steht. Und außerdem gibt es noch ein anderes Problem. Wenn die Badewanne runterfällt, dann kriegt man die ja direkt ins Gesicht. Deswegen setzen wir die jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Da bauen wir jetzt praktisch so einen Bügel rüber und setzen die dann da oben drauf. Durch den Bügel kann man jetzt außerdem nicht mehr nach hinten aus der Badewanne rausfallen, während man die Wand hochläuft. Klassisches Problem, jeder kennt es, man hat den Schlüssel vergessen und wohnt irgendwo da oben. Ich würde sagen, das ist zur Badewanne die perfekte Lösung dafür. Erik, war das jetzt günstiger als der Schlüsseldienst? Günstiger nicht, aber schneller. Also ich finde das perfekt geeignet dafür. Ja, man braucht halt nur eine neue Hausfassade, ein neues Fenster fürs Bad, ein neues Bad und eine neue Eingangstür. Mehr nicht. Sorry, Erik. Ich bin sehr froh, dass ich wieder unten bin. Macht es auf jeden Fall nicht nach. Ich war professionell gesichert hier die ganze Zeit, also konnte überhaupt nichts schief gehen. Professionell aufgeladen, sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche kommt dann nochmal eine krasse Challenge. Wir haben außerdem noch ein richtig cooles neues Design jetzt im Shop. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich finde es mega nice geworden, die Badewanne. Und außerdem ist es so ein cooler, verwaschener Stoff, der mega gut zum Real Life passt. Diesen Pulli haben wir auch nochmal neu im Shop. Auch jetzt als T-Shirt. Also schaut da gerne vorbei. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Jetzt kommt der spannendste Versuch, denn es könnte sein, dass ihr auch das klitschnass ist danach. Wo ist die hin? Oh, da! Also in dem Regal ist nicht nur Metall, sondern auch eine ganze...